Grundsätzlich können wir sagen, oder wenn wir diese Frage beantworten wollen, wie ist in Hessen Schulen, müssten wir eigentlich sagen, wir wissen es eigentlich gar nicht. Und im zweiten Satz dann sagen, weil das so unterschiedlich ist. Also wir können da gar keine einheitlichen Aussagen zu machen. Und das ist eigentlich egal, was wir uns anschauen. Wir können uns da die Bewirtschaftungsform anschauen. Also links sehen Sie immer die Daten aus der Bundesstudie und rechts die Daten aus der hessischen Studie. Manchmal verschieben sich da die Ergebnisse so ein bisschen. Aber Sie sehen, dieses Blaue, es steht immer dafür, wenn fremdbewirtschaftet wird. Rot ist für Eigenbewirtschaftung und grün ist eine Kombination. Also es erfolgt eine Anlieferung und die Ausgabe, selbst bei der Ausgabe haben wir ganz viele unterschiedliche Konzepte, dass entweder der Caterer nochmal eine Servicegesellschaft hat oder eine gemeinnützige Firma übernimmt die Ausgabe oder Schulträger selber. Das ist meistens so das Grundschulkonzept. Da gibt es halt bezahltes Personal vom Schulträger, das die Ausgabe übernimmt. Also da, die Welt ist da sehr bunt. Und hier ist nochmal das, was Schulleitungen dazu geantwortet haben. Wer ist eigentlich ihr Verpflegungsanbieter? Also wer macht das Essen? Das hier sind die Catering-Unternehmen, dieser größte Block. Oder die externen Lieferanten. Wir haben auch das hier in Hessen, ein bisschen weniger als im bundesweiten Vergleich. Das sind die Ehrenamtlichen. Also da immer dann, wenn zum Beispiel Eltern Essen organisieren oder Elternvereine komplett Essen organisieren. Oder vielleicht können wir auch sagen, wenn Elternvereine ein kleines mittelständisches Unternehmen nebenbei führen, damit Schülerinnen und Schüler in Schulen gut versorgt werden, entweder in der Pausenverpflegung oder auch in der Mittagsverpflegung. Oder die Mensa ist verpachtet und wir haben durchaus hier auch diese 1,8% stehen für Schülerfirmen. Diese Zahl würde ich mal mit Vorsicht genießen. Vermutlich sitzen da nur ein oder zwei Schulen dahinter, hinter dieser Prozentzahl und vermutlich auch nur für einen Teil des Mittagsangebotes, weil das ist wirklich der seltenste Fall, dass eine Schülerfirma überhaupt ein komplettes Essen anbieten kann. Teilweise haben wir noch Schüler Kochen für Schüler, vielleicht sitzt das auch noch mal mit dahinter. Da haben wir schon ein paar mehr Schulen, wo wirklich Schüler im Rahmen, meistens ist es in Hessen der Arbeitslehrerunterricht, für andere Schülerinnen und Schüler kochen. Sie werden damit selber zu Lebensmittelunternehmern, das heißt, unterliegen dem gesamten Hygienerecht, alles, was damit zu tun hat. Teilweise haben wir aber auch Schulen, da gibt es ein bisschen Schülerkochen für Schüler, so für die 5., 6. und die anderen werden von der Mensa versorgt. Also auch da finden wir alles mit allen Vorteilen und auch mit allen Nachteilen. Und hier sehen Sie, ja, wie das Essen angeliefert oder nein, wie das Essen zubereitet wurde, was am Ende ausgegeben wird. In Hessen ist die Warmverpflegung, hier stehen 45% drin, hier sind 60% bundesweit, also hat einen geringeren Anteil als bundesweit. Dafür ist ein bisschen mehr Cook and Chill, das ist dieser grüne Bereich. Die 10% haben wir Tiefkühl und ja, immerhin 22% Frisch- und Mischküchen, wo direkt in den Schulen zubereitet wird. Hier wird ganz oft gefragt, welches ist denn das beste Verpflegungssystem? Auch darauf können wir keine Antwort geben. Es kommt immer darauf an. Wenn wir eine Warmverpflegung haben mit kurzen Zeit, also mit kurzen Anlieferungszeiten und organisatorisch guten Lösungen mit kurzen Standzeiten, können wir ein gutes Ergebnis von Warmverpflegung haben. Wenn wir in der Ausgabe jemanden haben, der ein Tiefkühlessen oder ein Cook-and-Chill-Essen gut regenerieren kann, also wirklich auf den Punkt und so, wie es in der Gebrauchsanleitung steht, können wir auch super Qualitäten erzielen. Man kann aber auch in dem Fall aus einem sehr gut gekochten Essen von den diversen großen Anbietern was ganz Schreckliches auf den Teller machen. Und nicht, weil die Essen nicht leiden können, sondern weil sie es gut meinen. Viele lieber mal ein bisschen länger drin lassen, lieber mal ein bisschen nachwürzen. Also auch deshalb ist es ganz schwierig, eine Aussage zu treffen, welches Verpflegungssystem ist das Beste. Es kommt immer darauf an, wie ist die Situation in der Schule, wie ist die Situation der Anbieter und wie kriegen wir aus dem Mix das beste Angebot zusammen. Das muss dann halt jede Schule für sich finden. Deshalb formulieren wir als Vernetzungsstelle auch das Ziel, wir wollen Schulen dabei unterstützen, ihr schulindividuell am besten angepasstes Konzept zu finden.
Hier nochmal eine Frage, da kommen die Kollegen von der Planung vielleicht auch nochmal drauf. Das ist die Sitzplatzgröße, also wie viel Quadratmeter steht in einer Mensa mit einer bestimmten Sitzplatzanzahl zur Verfügung? Da stehen hier für Essen 1,64, aus ergonomischen Gründen werden 1,4 bis 1,7 Quadratmeter empfohlen. Können wir sagen, okay, können wir einen Haken dran machen, passt alles, können wir aber nicht. Weil mir begegnet gerade in letzter Zeit, wenn es um die sehr aktuellen Entwicklungen der neuen Schulen im Pakt für den Nachmittag geht, dass vielleicht die Quadratmeter pro Schüler in der Mensa okay sind, aber die Mensaplätze insgesamt viel zu wenig sind. Es gibt viel, viel mehr Kinder und viel zu wenig Plätze in der Mensa. Oder wir haben da im Moment auch noch den Fall, es gibt sehr viele Kinder, die Mittag essen, aber es gibt gar keine Mensa. Die ist meistens schon in Planung. So in 2 Jahren ist alles gut, wenn der Schulneubau steht, dann haben wir kein Problem mehr. Aber diese 2 Jahre, die müssen auch irgendwie geschafft werden. Und das würde ich sagen, ist bei diesem Thema Sitzplätze eher das Problem. Also nicht die Quadratmeterzahl in der Planung, das passt meistens ganz gut, sondern dass es überhaupt genug Plätze gibt, wo Kinder essen können. Oder dass schulorganisatorisch da echte Meisterleistungen vollbracht werden, wie Kinder in mehreren Schichten hintereinander essen können. Das ist manchmal aber auch ganz schön stressig. Manche Schulen haben da echt innovative Lösungen für, aber in manchen Schulen nutzt alle Innovation nichts. Da braucht man größere Räume. Hier wurden Schulleitungen, wie gesagt, nicht Schülerinnen und Schüler, sondern das ist die erwachsene Perspektive der Schulleitungen, wurden befragt, wie finden sie überhaupt ihre Mensa? Also wie sieht das mit der gesamten Atmosphäre aus? Hier oben steht die Lautstärke. Und das hier ist jeweils, je dunkelroter es wird, umso weniger geht es eigentlich. Und das, also gerade hohe Lautstärke, also Problem mit Lautstärke wurde von vielen Schulen berichtet. Auch das mit ganz unterschiedlichen Gründen. Also das fängt bei der Wahl der Bestuhlung an. Wenn man Stuhl bewegt, kann das viel Lärm machen oder wenig. Oder auch, wie sieht es überhaupt mit Lärmschutz aus? Wie ist der Anteil Glas, Metall oder an schallschluckenden Elementen? Das hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Oder auch, sind in der Schule überhaupt Regeln aufgestellt? Auch das, wenn wir in Schulen sehen, ganz unterschiedlich. Manche erarbeiten gemeinsam in einem sehr partizipatorischen Ansatz mit ihren Schülerinnen und Schülern Mensa-Regeln, damit es unter anderem auch ein bisschen leiser ist. Ich sehe auch manchmal so Mensa-Regeln an der Wand, die wurden erarbeitet. Da muss man sich irgendwie dran halten. Es gibt aber auch Konstellationen in Mensen, je nachdem wie die Tische stehen, das ist leiser oder lauter. Also auch da ganz viele Gründe sitzen dahinter, was anders sein könnte. Aber wie gesagt, gerade das Thema Lautstärke wird als eines der größten Probleme beschrieben, gefolgt von Gemütlichkeit. Aber ich glaube, diese letzten beiden Punkte, die muss man bei solchen Befragungen auch immer berücksichtigen. Hier wurden die erwachsenen Schulleitungen befragt. Hier wurden nicht die Schülerinnen und Schüler befragt. Und Sie können ja mal kurz die Augen schließen und drüber nachdenken, wenn Sie so an Jugendliche denken, außerhalb der Schule, wo gehen die hin zum Essen, wenn die es frei auswählen können? McDonald's kommt hier vorne. Ich würde mal sagen, die großen Systemgastronomen sind da ganz gut im Rennen. Die scheinen das zu treffen, was auch an Atmosphäre und auch an Präsentation der Speisen. Wie sieht die da aus? Das wissen sie alle nicht, weil sie alle nicht hingehen, aber ich sage Ihnen das eben. Das sind so, da ist so das Essen schön fotografiert und da steht ein Preis dran und ein Name. So, jetzt können Sie noch mal kurz die Augen schließen. Und dann stellen Sie sich vor, wie ist es bei uns in der Mensa? So.
Also das spielt da alles mit dazu, weil irgendwie wäre es ja schön, die Lebenswelten der Jugendlichen auch zu treffen. Und wenn ich über Systemgastronomen spreche, spreche ich nicht über das Angebot, was es dort zu essen gibt, sondern um das, wie sieht es da aus und wo fühlen sich Jugendliche wohl und wie können wir die Jugendlichen vielleicht in unsere Mensa holen, damit die nämlich genau das essen, was wir in unserem klugen, erwachsenen, kognitiven Ansätzen mit dem, was Frau Kreinhoff gerade vorgestellt hat, wie die eigentlich essen sollten. Und wir denken uns ja auch nicht, die sollen das essen, weil wir unsere Kinder ärgern wollen oder weil wir die vom Möhren erschrecken wollen. Nee, wir wollen ja, dass genau das Essen akzeptiert wird, was dem Standard entspricht, weil es unsere Kinder und Jugendlichen langfristig gesund hält und weil es sie jetzt in ihrem Essverhalten prägt und später in ihrem Erwachsenen-Essverhalten begleiten soll. Das ist ja eigentlich das Ziel. Hier haben wir uns mal aus der bundesweiten Studie rausgesucht, wie sieht es aus mit Vorbestellung. Das hier ist Hessen. Also in 3/4 aller Hessen Schulen muss Essen vorbestellt werden. Wir haben uns dann auch nochmal angeschaut, wie sieht es denn aus mit der Bezahlung. Ich nehme mir die hessischen Zahlen, es sind immer noch, Doppelnennung waren hier möglich, also das ist nichts Komisches, wenn da mehr als 100 rauskommt. Wir haben immer noch einen relativ großen Prozentsatz, wo Barzahlung und Essensmarken sind. Ich würde Ihnen da gerne einen Link mit Gemütlichkeit herstellen, weil das führt oft zu längeren Schlangen, zu längeren Wartezeiten und deshalb auch nochmal mehr Unruhe in der Mensa. Also auch das ist ein Thema, wo man drüber nachdenken sollte, wo man aber auch gucken muss, was für ein Aufwand steckt dahinter, was hat es vielleicht auch für eine Auswirkung auf die Zeit und wie können solche Systeme vielleicht auch unterstützend wirken. Spannend ist ja dann nochmal zu gucken, wie lange muss denn vorbestellt werden? Weil oft wird geklagt, ja, man muss ja schon 14 Tage vorbestellen. Das sind aber, hier ist die Anzahl der Schulen abgetragen, hier oben steht 40 und hier unten 0, also und das heißt, das hier sind unter 20, also ein relativ kleiner Anteil. Und sogar ein relativ großer Anteil, die nochmal am gleichen Tag ihre Bestellung verändern können oder einen Tag vorher. Hier hinten, das sind so die gebundenen Grundschulen, die einfach ihre Kinder zum Essen anmelden und dann essen die jeden Tag mit. Also das fällt deshalb so ein bisschen raus. Das heißt, die Vorlaufzeiten sind eigentlich gar nicht so lang, wenn man es bei den Schulen, die wir hier erwischt haben, objektiv anschaut, wird aber subjektiv als ganz großer Nachteil empfunden. Ja, also das ist die Herausforderung Flexibilität, die wir hier vielleicht ableiten können. So, und dann hat Frau Kreinhoff ja gesagt, ich spreche auch noch übers Geld. Also wenn man sich die Preise anschaut, hier ist wieder Hessen. Und ja, es liegt so irgendwo unter 3,50. Ich mache Ihnen mal einen Klick weiter, weil wir haben mit den hessischen Zahlen dann nochmal so ein bisschen nachgerechnet und für die reinen Grundschulen und für die reinen weiterführenden Schulen gerechnet. Also 3,30 Euro für die Grundschulen und 3,40 Euro für die weiterführenden Schulen ist so der hessische Schnitt. Dabei ist, das deckt sich auch mit dem, was wir gerade schon mal gehört haben, in den meisten Fällen auch schon Getränk und oder ein Dessert inklusive und tatsächlich stellen wirklich 90% mit dem Mittagessen, mit diesem vorbestellten warmen Mittagessen auch ein Getränk zur Verfügung. Also da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren relativ viel getan, dass das sehr selbstverständlich geworden ist. Aber auch das kommt viel bei uns an, das Thema Kosten. Und wir haben ja gerade gehört, es ist Zeit für eine Qualitätsoffensive. Man muss vermutlich über Preis-Leistungs-Verhältnisse sprechen. Was kann man für den Preis, der da angeboten wird, tatsächlich liefern? Es gibt ja immer so eine Faustzahl in der Außerhausverpflegung, dass man so das, was als Endpreis da ist, vielleicht eine Mehrwertsteuer abziehen, aber das, was als Endpreis da ist, wenn man da so ein Drittel von nimmt, dann ist das in der Regel der Wareneinsatz. Das können Sie ja alle mal, mit 3,30 Euro ist es einfach mal machen, dann kommen wir bei ungefähr einem Euro Wareneinsatz raus. Und wenn man das dann wieder mit seiner Erfahrung verknüpft, was kann man da auch alles machen, dann kann man vielleicht auch wieder Rückschlüsse ziehen. Auch das wurde schon mal untersucht in einer bundesweiten Studie, dann auch nochmal extra für das Bundesland Berlin. Also was müssten eigentlich Mindestpreise sein, um diesem Qualitätsstandard für die Schulverpflegung gerecht zu werden?
Da kommt auch was so zwischen 3,50 Euro, 4 Euro raus. Also ich glaube 3,90 Euro war damals das Ergebnis. Ich habe gerade vor 2 Wochen gehört, dass da eine aktuellere Studie in Auftrag gegeben wird, damit wir da nochmal aktuelle Zahlen für haben. Das heißt also, das, was in Hessen an Preisen aufgerufen wird, dafür kann man schon mehr oder weniger gut auch ein standardgerechtes Essen anbieten. Aber muss auch noch von der Schülerschaft akzeptiert werden. Gucken wir auch gleich nochmal drauf. Weil, hier sehen Sie mal Teilnahmequoten am Mittagessen. Weil es wird ja total viel Energie in das Thema Mittagessen reingesteckt. Sowohl von Schulträgerseite, sowohl von Caterer-Seite, sowohl und auch von Schulseite. Und trotzdem haben wir es, wir haben hier Hessen mit ungefähr 30% Teilnahme zu tun. Man muss immer gucken, wo kommen jetzt die Zahlen her? Sind das 30% im Verhältnis zur gesamten Schülerzahl? Meistens ja. Aber wie viel von der gesamten Schülerzahl ist nachmittags eigentlich noch in der Schule? Also würde überhaupt potenziell mitessen? An der Stelle kann ich mich ja mal mit der Frau Minna vergemeinschaften. Ich habe auch im Osten der Republik jeden Tag Mittag gegessen und ich kann mich nicht an einen einzigen Nachmittagsunterricht erinnern. Also da war es Gesetz, dass in der Schule Mittag gegessen wird. Wenn man es wieder an diesen Zahlen misst, dann sind die 30% wirklich ganz wenig. Und das ist auch noch die Durchschnittszahl. Also dabei haben wir Schulen, wo jeder und jede mitessen und eben auch Schulen, wo dann wirklich nur 10% oder so Teilnahme sind. Deshalb ist das ein Thema, wo man mal drüber nachdenken kann, im gebundenen Ganztag, das gibt es ja als offizielle Bezeichnung nicht mehr, aber da, wo der Nachmittagsunterricht verpflichtend ist, ist dieser Anteil höher, weil es da oft mit in das pädagogische Konzept eingebunden wird. Vielleicht liegt darin auch so ein bisschen die Zukunft der Schulverpflegung, dass man schaut, wie kann man es noch besser pädagogisch einbinden, um auch dieser Herausforderung Akzeptanz, die von total vielen Faktoren abhängig ist, um der so ein bisschen besser gerecht zu werden. Und jetzt habe ich ja schon mal gesagt, Schule muss das ganze Spiel ja irgendwie auch mitspielen. Dann kann man sich ja noch die Pausenlänge anschauen. Wie viel Zeit braucht man zum Essen? Und wie viel Zeit ist in Schulen zum Essen? Die aktuell gültige Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen sagt mindestens 45 Minuten. Soll Essenspause sein. Und wenn wir uns das für Hessen anschauen, dieser grüne Bereich, da sind 46 bis 60 Minuten, da liegen 40% drin. Hinter diesen 36% wird ein Teil mit drin liegen mit 45 Minuten, andere vielleicht nicht. Und dann haben wir aber auch noch einen Teil, einmal die haben mehr als eine Stunde, das sind die hier, und die hier haben nur 20 bis 30 Minuten. Wenn Sie dann überlegen, Sie gehen zur Mensa, Sie stellen sich irgendwo an, Sie müssen noch einen Platz für Ihre Tasche suchen, Sie sind zwischendurch nochmal aufs Klo gegangen, vielleicht sogar die Hände gewaschen, haben sich dann auch noch verabredet, mit wem gehe ich eigentlich essen, haben nochmal überlegt, was esse ich hier, ist in der Schlange noch die Zeit verloren gegangen, weil ich mein Geld gar nicht zur Hand hatte. Diese ganzen Sachen, dann sind 20 Minuten verdammt kurz. Und dann eigentlich haben wir auch die Herausforderung, die Pause ist dafür da, für gut essen, mehr bewegen. Und das muss ja dann irgendwie auch noch stattfinden. Deshalb Pausenzeit ist absolut schulorganisatorische Frage. Der Pausenplanung, aber ja, ich weiß auch der Buszeiten. Natürlich, die hängen mit dran, gerade bei den Schulen im ländlichen Bereich, aber auch meine Kinder sind mitten in der Stadtschule. Es ist wirklich spannend, wie oft im Schulelternbeirat über Buszeiten diskutiert wird. Also klar, und da hängen auch Pausenzeiten dran. Ansprechpartner, haben wir gerade schon mal was zu gehört. Super wäre es, wenn es einen Verpflegungsausschuss akzeptiert. Habe ich Ihnen die Zahl hier mal mit reingebracht. 38% aller hessischen Schulen haben das schon. Die Herausforderung Partizipation bleibt da also bestehen. Und dann wäre es ja nochmal spannend, das, was wir gehört haben, was eigentlich sein soll. Ist das denn überhaupt? Und ist das auch irgendwo festgeschrieben? Deshalb wurde auch die Frage gestellt, ist überhaupt ein Leistungsverzeichnis Bestandteil der Verträge? In Hessen haben 25% der Schulträger das bejaht. Und dann wurde noch gefragt, ob die Umsetzung des DGE-Standards
zur vertraglichen Gestaltung gehört, das hat auch nochmal ein Drittel bejaht. Also daraus kann man vielleicht auch nochmal die Herausforderung ableiten, dass Qualitätsstandard irgendwie implementiert werden soll. Weil nur das, was man bestellt, kriegt man auch und kann man am Ende irgendwie auch kontrollieren. Zur Qualität haben wir schon ein bisschen was gehört. Die hessischen Zahlen bestätigen das auch. Also insgesamt die Qualität der Zusammensetzung, also jenseits der geschmacklichen Qualität, das ist nur das, was man aus Speiseplänen ablesen kann. Und die Fleischhäufigkeit, aber wir sollen Herausforderungen ja positiv formulieren. Also die gute vegetarische Küche in der Schulverpflegung, jenseits des Milchreises. Das ist durchaus auch immer noch eine Herausforderung. Ja, und der aktuelle Status quo, den ich Ihnen dargestellt habe, führt am Ende zur Bewertung durch die Schülerinnen und Schüler, Durchschnittsnote 2,5 bzw. 2,6. Ja, so mittelgut, aber hat noch Luft nach oben und nach unten sollte es nicht schlimmer werden. Ja, also die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler kann man da durchaus als Herausforderung begreifen. Ich habe Ihnen leider diese ganz lange Liste hier auch nochmal zusammengestellt. Die Liste der Herausforderungen. Natürlich kann man sich beim Abarbeiten dem auch nur Schritt für Schritt nähern. Ich habe Ihnen mal versucht, so ein paar Schritte zu definieren. Also Verpflegungsausschuss oder Mensa AG gründen, seine eigene Zielgruppe kennen, eine Leistungsbeschreibung haben, die Qualität kontrollieren, Maßnahmen zur Akzeptanzförderung implementieren, auch über das Thema Feedback nachdenken, Partizipation sowohl der Schülerschaft als auch der Elternschaft, Raumgestaltung, kommen wir heute Nachmittag zu, Kommunikation, Ernährungsbildung und das Ganze auch in Schulkultur einbinden.